Sehr gut. So, es ist 16 Uhr und damit schreiten wir weiter zum zweiten Teil unseres heutigen Seminars. Und zwar geht es dabei um ein weiteres Hands-on-Training, und zwar barrierefreie PDF-Dokumente aus Adobe in InDesign effizient umsetzen. Und da freue ich mich sehr, dass wir Annemarie Newe von T-Systems Multimedia Solutions haben. Annemarie hat den 2020 Usability Achievement Award gewonnen von der German UBA mit besonderer Nennung ihres Engagements im Arbeitskreis Barrierefreiheit. Also wir sind da für dieses Tutorial wirklich in den allerbesten Händen. Gerne die Einladung wieder an alle Teilnehmer. Wenn es Fragen gibt, bitte im Chat posten. Falls die Zeit knapp wird, wie vorher, dass wir sie nicht direkt beantworten können, dann gibt es auf jeden Fall ein Follow-up dazu. Und mit diesen Worten möchte ich gerne schon an Annemarie weitergeben. Ich möchte mich auch am Ende dieser Woche noch mal kurz vorstellen, denn ich möchte eigentlich weniger mich vorstellen, denn mein Team, in dem ich wahnsinnig gern arbeite und weswegen ich auch beispielsweise eigentlich aus meiner Auswanderung nach Schweden auch wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Aber vielleicht erst einmal mein Begrifflichkeit, was bedeutet für mich Barrierefreiheit? Barrierefreiheit bedeutet für mich das Nicht-Vorhandensein von Behinderung. Also wenn ich es schaffe, jemanden nicht am Zugang zu digitalen Anwendungen zu hindern, dann habe ich es tatsächlich geschafft, Barrierefreiheit umzusetzen. Und wenn man mal so drei Aspekte auch der Softwareentwicklung oder der Anwendungsentwicklung zusammennimmt, nämlich das agile Entwickeln, wo ja die Funktion im Mittelpunkt steht und die Usability, wo das positive Nutzererlebnis im Mittelpunkt steht, und die Accessibility, wo man sagt, ich will eigentlich für jeden Nutzer den Zugang schaffen, dann kommt man auch zu dem zu meiner Vision, die ich immer wieder habe. Die einfachste funktionierende Lösung ermöglicht ein positives Nutzererlebnis für jeden Nutzer. Und ich bin in meinem Team, wir wachsen gerade ein Stückchen an, aber wir haben so ein Kernteam von 25 Experten und wir haben in diesem Team so ein Expertentum, wo wir auch sagen, jeder bringt ja so ein bisschen Historie mit. Markus, ich habe übrigens auch mal Philosophie studiert und Kunstgeschichte, danach noch Design und ja, das trifft sich immer wieder ganz gut. Ich bin in meinem Team so ein bisschen der Evangelist für PDF-Dokumente. Deshalb eben hier auch sozusagen auch dieser Kurs, wo wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen wollen, wie das mit InDesign funktioniert. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die T-Systems MMS der Repräsentant der IAAP DACH sind und hier mit dieser Organisation gemeinsam mit allen Mitgliedern hier versuchen, eben auch die Ausbildung und die Zertifizierung von Menschen, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen, zu ermöglichen. Und wie gesagt, jetzt soll es gehen um barrierefreie PDF aus InDesign. Ich habe so ein bisschen ein Hands-on geplant, also wirklich ein Tutorial zum Abschluss am Freitag, wo wir alle schon so ein bisschen müde sind, nochmal mitmachen. Also nicht nur sich berieseln lassen. Entschuldige Markus, das sollte jetzt kein Angriff sein, sondern hier tatsächlich das, was du gesagt hast, was du eben einmal nicht machen möchtest, wo du sagst, ich will die Prozesssicht sehen, das mache ich auch sehr häufig. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir hier mit diesem Blick drüber, nämlich Verantwortlichkeit ein Stückchen weit und Last von den Schultern nehmen. Und ich glaube, das wolltest du auch sagen, dass es natürlich jeden Einzelnen braucht, um Barrierefreiheit zu machen, aber dass wir auch eine Vision brauchen, dass wir auch Unterstützung brauchen, eben auch aus dem Management, dass wir Prozesse brauchen, um diese Arbeit tatsächlich auch leisten zu können. Und ich habe heute 10 Praxistipps mitgebracht, von Metadaten bis PDF-Export. Und diejenigen unter euch, die InDesign haben auf dem Rechner, auf dem sie vielleicht sind, die können gerne auch mitmachen. Ansonsten zugucken. Ich habe sozusagen immer einen Tipp und dann gucken wir uns das an, wie funktioniert das im InDesign, wo sind eigentlich die Klicks, die ich setzen muss. Und ja, heute geht es so ein Stückchen weit um das Seepferdchen im InDesign, was die Erstellung von barrierefreien PDFs angeht. Ich habe, wie gesagt, 10 Tipps mitgebracht. Das heißt nicht, dass wir zum Schluss das vollständige, zugängliche Dokument haben, aber wir legen den Grundstock. Und das ist ziemlich einfach. Und den Grundstock legen heißt Zugänglichkeit schaffen,
Es wird ja immer so diskutiert, diese 100% Barrierefreiheit, ist das dann überhaupt machbar? Schafft man das wirklich jeden Menschen mit individuellen Ansprüchen, mit individuellen Umgang auch mit zum Beispiel seiner assistiven Technologie wirklich abzuholen und mitzunehmen? Das will ich heute nicht erreichen. Ich will heute erreichen, dass wir einen allgemeinen Zugang zu einem PDF-Dokument, das wir aus InDesign heraus erstellen, möglich machen. Und ich nenne das immer dieser generelle Zugang, ne? Also nicht die hundertprozentige Konformität zum Beispiel oder die hundertprozentige Barrierefreiheit, aber das Sicherstellen eines generellen Zugangs, das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Das ist so wie, ich kaufe eine Packung Tomaten ein und eine davon ist eben faulig, aber den Rest kann ich vielleicht noch essen. Ne? Also das ist so, solange die mich nicht daran hindert, sozusagen das eine kleine Problemchen, meine Arbeitsaufgabe abzuschließen, ist erstmal effektiv alles möglich. Vielleicht hapert es hier und da an der Effizienz. Ne? Aber zuerst Effektivität sicherstellen, dann sich um die Effizienz kümmern. Darum geht es sozusagen heute, das kleine Seepferdchen im InDesign. Und wir fangen auch an, Markus, mit einer Sache, die du auch schon erwähnt hast, auf die ja auch mit den Tools, die du vorgestellt hast, mit den Werkzeugen sehr stark zugreift. Das sind die Metadaten. Hier möchte ich sagen, na klar, Metadaten, das ist etwas, wo eben viele mit umgehen, wo wir sagen, okay, wir wollen vielleicht auch Suchmaschinen ansprechen oder eben Werkzeuge, die serverseitig Auswertungen machen oder Statistiken machen. Aber wo ist denn eigentlich der Sinn und Zweck dahinter, sich um Metadaten zu kümmern für beeinträchtigte Nutzer? Das ist relativ einfach, wenn man sich vorstellt, dass man unterschiedlichste PDF-Dokumente auf hat. Ne? Also ich suche meinetwegen Wissen zur Barrierefreiheit, durchkämme das Netz, finde die eine oder andere PDF und mache die auf meinem Rechner auf. Und dann will ich natürlich bei der Vielfalt an Fenstern den Überblick behalten. Und das Einfachste ist natürlich, wenn ich mir die Fenstertitel durchlese und hier anhand des Fenstertitels sehen kann, um was für ein Dokument es sich handelt. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber bei PDF-Dokumenten wird sehr, sehr häufig der Dateiname angezeigt und nicht der Titel, schlicht und einfach, weil der Titel fehlt. Und wir wollen uns hier im InDesign mal angucken, wo kann ich denn eigentlich den Titel einstellen, wo kann ich sicherstellen, dass es sich um ein Dokument handelt, wo der Titel auch wirklich ausgegeben wird. Und ich ziehe jetzt hier immer mal wieder auch mein InDesign hier sozusagen mit in das Fenster. Und den Titel kann ich, das hatte ich auf der Folie auch schon gezeigt, unter dem Menüpunkt Datei und hier unter den Dateiinformationen einstellen. Und die sind auf meinem Monitor aufgegangen, da sind sie. Was zumindest gesetzt werden sollte, ist der Dokumenttitel und das ist tatsächlich das, was man zum Schluss auch im Fenster, als Fenstertitel des Dokumentes angezeigt bekommt. Macht man das nicht, wird im Fenster der Dokumenttitel angegeben und der muss ja aus auch technischen Gründen, ist der häufig nicht so klar geschrieben, nicht aussagekräftig genug geschrieben. Und so unterstütze ich natürlich nicht die Nutzer dabei, hier einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie das Dokument, was es eigentlich für ein Dokument ist. Gerne darf hier in den Dateiinformationen ein Stückchen weitergegangen werden, also beispielsweise Copyright-Informationen eingetragen werden oder eben auch Stichworte vergeben werden, die es auch Suchmaschinen einfacher machen und damit natürlich auch den Nutzern einfacher machen, das Dokument zu finden. Und wenn wir uns die Definition von Barrierefreiheit aus der BTV mal angucken, dann ist da ein kleines Wörtchen dazugekommen, auch in der Definition in den letzten Jahren, was ich sehr, sehr wichtig finde und was mich auch dazu anregt, eben auch Stichworte zu vergeben. Das nennt sich auffindbar. Also Informationen müssen auffindbar und zugänglich sein und deshalb bitte eben auch die Stichworte vergeben. Denn was nützt es mir, wenn es viele, viele Informationen im Netz gibt, die auch barrierefrei sind, wenn ich sie nicht finden kann? Also diese Dokumentinformationen wären sozusagen der erste Tipp, den ich hier geben möchte. Machen Sie Ihr Dokument auffindbar unter Datei, Dateiinformationen in der Registerkarte einfach. Tipp 2,
die Semantik. Das ist etwas, worüber man eigentlich nicht lange genug reden kann. Das ist auch etwas, wo wir sagen und auch hier gerade im Chat gelesen haben, dass das eben eins der Grundherangehensweisen ist, dass ich also mein Programm ein Stückchen weit verstehen muss, dass ich aber auch meine Informationsarchitektur verstehen muss und dann wissen muss, wie kriege ich diese Architektur auch im Programm abgebildet, so dass sie dann in der Tag-Struktur des PDF auch wirklich erkennbar ist. Denn PDF ist ja eigentlich kein Dokument, was von sich aus sozusagen Tags benötigt. Ne? Prinzipiell ist es ja eine geschrieben in einer Seitenbeschreibungssprache. PostScript ist sozusagen eine Definition, wo befindet sich ein Element auf der Seite und was ist der Inhalt dieses Elementes. Und da werden also konkret auch die Beziehungen zur Seite, also zu einem konkreten Layout gegeben. Und die Textstruktur ist eine Anreicherung dieses Dokumentes und die brauche ich aber zwingend, um eben wirklich auch meine Informationsarchitektur neben dem Visuellen mitzugeben. Und das ist auch das, wo viele, viele Nutzer gerade mit ihren assistiven Technologien drauf zugreifen, auf diese Textstruktur und die sie eben auch zwingend benötigen. Und ich habe hier diesen Textinhalt sozusagen auch mal so aufgegliedert, dass ich jetzt hier nicht sage, wir können das direkt im InDesign umsetzen, denn um die Semantik muss man sich eben vorher in der Informationsarchitektur Gedanken machen. Welche Inhalte sind denn hier besonders wichtig? Wo muss ich eine Abschnittsüberschrift setzen? Wo macht es Sinn? Wie muss die Abschnittsüberschrift auch formuliert sein, damit sie den Inhalt des nachfolgenden Abschnitts auch wiedergibt? Und wie strukturiere ich mein Dokument im Allgemeinen? Wo setze ich Listen ein? Wie sollten Absätze überhaupt voneinander gegliedert sein? Wann setze ich vielleicht auch nebenstehende Inhalte ein? Wann zum Beispiel Marginalien oder was gebe ich in Fußnoten? Ähnliche Dinge. Das heißt, ich mache mir unbedingt Gedanken darüber, welche Texte in welcher Informationshierarchie stehen. Und diese Semantik, die muss ich natürlich auch übertragen ins Dokument. Das eine ist also der Gedankengang, ne? Also ich denke barrierefrei und muss eben hier auch sicherstellen, dass ich nicht nur optisch gestalte, sondern auch eine Struktur in meinem Dokument verankern kann. Und diese Struktur, wie gebe ich die denn jetzt eigentlich rein? Was für Methoden gibt es da im InDesign? Im Word wissen wir, können wir mit Hilfe von Formatvorlagen, mit auch den vordefinierten Formatvorlagen, relativ schnell eine sichere Struktur erschaffen und hier sagen, okay, das ist jetzt eine Überschrift Ebene 1 und so weiter. Und wir sehen das auch sehr, sehr schön immer abgebildet, sofort in der Navigationsebene. Aber wie funktioniert das eigentlich im InDesign? Das geht eigentlich genauso gut, denn ich kann im InDesign meiner eigenen Formatierung, also meiner eigenen Formatvorlage, ein Tag zuweisen und kann damit der visuellen Formatierung, also wie soll das Absatzformat aussehen, wo wird es platziert, mit welcher Farbe ist es, welche Umbruchoptionen habe ich, gebe ich zusätzlich die Information, welchen Stellenwert hat dieses Formatvorlage, also die Inhalte, die dieser Formatvorlage folgen, welchen Stellenwert haben diese Inhalte in meiner Architektur, in meiner Informationsarchitektur? Und diese Information, diese Stellenwertinformation, die muss ich diesem Element auch noch ein Stückchen mitgeben. Und das kann ich auch machen, genau da, wo ich alles andere für diese Formatvorlage festlege, nämlich in den Formatvorlagen von InDesign. Und das wollen wir uns ja auch mal anschauen. Ich habe hier einige Absatzformate zum Beispiel mal vorbereitet. Ich schiebe die hier mal in die Mitte. Hier sind beispielsweise einige Überschriftenformate, die ich in diesem Dokument hier genutzt habe. Und wenn wir uns hier dieses Format mal genauer angucken, dann ist hier eine ganze Menge auch definiert und wir können sozusagen von diesen visuellen und auch strukturellen Dingen eine ganze Menge sozusagen einstellen. Der wichtigste Punkt für die Barrierefreiheit, der ist ganz unten und nennt sich Tag Export. Und hier kann ich sozusagen für diese Inhalte, die dieser Formatvorlage folgen, sagen, du bist mit einem Tag versehen, wenn du zum PDF wirst.
Und zwar hier in dem Falle das Tag H2 für Headline zweiter Ebene oder Überschrift zweiter Ordnung, H2. Und das bedeutet, dass dann diese Inhalte, die dieser Formatvorlage folgen, auch wirklich in meiner Informationsarchitektur an zweiter Stelle stehen. Ja, weil Überschriften sind ja sozusagen die Kurzhinweise, was mich in einem entsprechenden Textabschnitt auch sozusagen erwartet. Eine ähnliche Möglichkeit habe ich natürlich auch mit den Zeichenformaten. Das heißt, auch mit den Zeichenformaten kann ich entsprechend in eine Textstruktur arbeiten. Ich habe das hier zum Beispiel mal auch mit einem Highlighting-Format gemacht und habe hier entsprechend auch einen Tag-Export eingerichtet und sage eben beispielsweise in HTML oder EPUB. Wir hatten ja gerade auch die Erwähnung, dass wir sozusagen das EPUB-Format, vielleicht löst das irgendwann mal das PDF-Format ab. Im Moment ist das noch nicht der Fall, aber hier im Tag-Export kann ich sozusagen schon für das EPUB-Format auch das Tag setzen. Hier allerdings kein Eintrag für PDF möglich, im Moment. Auch da erwarte ich eigentlich, dass es demnächst kommt. Schauen wir uns diese Absatzformate sozusagen nochmal im Zusammenhang an. Ich habe also für verschiedene Strukturen in meinem Dokument verschiedene Formatvorlagen angelegt und ein jeweiliges Tag hinzugefügt für den Tag-Export. Auch für die Standard-Absätze kann man ein P als Tag-Export setzen. Setzt man es nicht, wird sowieso automatisch ein P gesetzt. Übrigens für Liste oder Listen braucht man gar nichts einstellen. Das geht ganz schlicht und einfach schon oder wird schon bei dem PDF-Export mit beachtet, wenn ich hier in einer solchen Liste entsprechend mit Aufzählungszeichen und Nummerierungen auch wirklich arbeite. Das heißt, wenn ich hier die Funktionalität im InDesign benutze, das ist ja im Word genauso, im Word muss ich auch die sozusagen die vordefinierte Listenfunktion benutzen, damit es auch in einem PDF richtig ausgegeben wird. Das heißt, hier bitte keine Listen nur optisch setzen, also einen Spiegelstrich setzen und danach sozusagen schreiben, sondern wirklich mit der Funktion Aufzählungszeichen und Nummerierung arbeiten. Tue ich das, dann wird automatisch auch das korrekte Tagging, also der korrekte Tag beim PDF-Export durch InDesign gesetzt. Ich muss mich also darum gar nicht kümmern. Und ich möchte damit auch sozusagen den Blick in, was kann ich denn eigentlich in meinem Ausgangsdokument tun, um es vorzubereiten, dass wir die richtige Dokumentstruktur auch haben, auf die besonders eben beeinträchtigte Nutzer Zugriff haben müssen, damit sozusagen hier dieses Dokument auch wirklich zugänglich wird. Was kann ich da im InDesign tun? Wie gesagt, hier Absatzformate, und die Absatz- und Zeichenformatvorlagen festlegen. Ein Tipp noch für alle, die gerne effizient arbeiten im Fenster Absatzformate, gibt es im Kontextmenü auch die Möglichkeit, alle Export-Tags auf einmal zu bearbeiten. Da sehen wir das. Also hier ruhig mal auf PDF auch gehen. Da sehen wir, was ist hier sozusagen mit welchem Tag belegt von meinen Absatzformaten. Und den kann ich natürlich auch entsprechend ändern, wenn mir die Struktur so erstmal nicht gefällt oder wenn ich sage, ich will die Struktur eben jetzt setzen. Das ist also die Möglichkeit der Effizienzsteigerung bei der Tag-Export-Auswahl. Tipp Nummer 4, Sprache. Das erste ist wieder, ich muss barrierefrei denken. Das bedeutet, sprecht bitte in der Sprache eurer Nutzer. Nutzt immer die einfachste mögliche Sprache. Und das ist bei Fachanwendungen sicherlich ein anderes Level, als würden wir eine Anwendung machen, die zum Beispiel von vielen, vielen Bürgern genutzt werden soll, die eben sehr unterschiedliche Zielgruppenzusammensetzung haben. Also bitte lange Sätze zum Beispiel vermeiden oder unübersichtliche Satzstrukturen, Fremdwörter oder Metaphern. Wir kommen aus einem Kulturraum, wo bestimmte Metaphern etabliert sind. Andere Menschen kennen diese vielleicht nicht.
Aber wir müssen natürlich hier auch gucken, dass wir generell die Sprache des Dokumentes, die Hauptsprache einstellen. Auch hier wieder Hinblick auf die Struktur, also neben dem barrierefrei Denken auch technische Barrierefreiheit herstellen. Das würde bedeuten, dass ich in einem deutschsprachigen Dokument auch die Dokumentsprache Deutsch einstellen muss. Oder dass ich für fremdsprachige Abschnitte natürlich auch hier diese Abschnitte kennzeichnen muss. In InDesign kann ich hier in den Formatvorlagen auch die entsprechenden Wörterbücher hinterlegen und ich kann beim Export in der Registerkarte erweitert die ganze Dokumentsprache einstellen. Beides wollen wir uns im InDesign mal angucken. Das heißt also, wie kann ich denn ein anderes Wörterbuch hinterlegen, um die Ausgabe von einem Screenreader zum Beispiel, also ein Bildschirmvorlesesoftware, die von blinden Nutzern genutzt wird, oder eben auch eine Text-to-Speech-Software, die von kognitiv beeinträchtigten Nutzern zum Beispiel eingesetzt wird, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Wie kann ich die denn steuern, dass gerade Abschnitte, die in anderer Sprache sind, nicht etwa sozusagen englischer Text, der deutsch intoniert wird. Das klingt sehr lustig. Ich habe mir sagen lassen, dass man das trainieren kann, dass man das tatsächlich dann noch versteht. Ich selbst kann sagen im Test, ich steige dann sehr schnell aus und nehme das schlicht und einfach als Problem auf und höre mir das dann nicht weiter an. Ja. Aber wo kann ich das wieder machen? Beide Umsetzungen wollen wir uns im InDesign wieder anschauen. Und die erste Umsetzung, die ist in unserem zentralen Steuerelement der Absatzformate drin. Das heißt, wie kann ich hier sicherstellen, dass ich wirklich das korrekte Wörterbuch benutze? Und hier kann ich unter den erweiterten Zeichenformaten das die entsprechende Sprache einstellen. Das heißt, alle Absätze, die diese Formatvorlage nutzen, würden dann auch in dem Wörterbuch der deutschen Sprache sozusagen funktionieren. Und so kann ich natürlich auch hier andere Sprachen benutzen. Des Weiteren haben wir gesagt, beim Export kann ich auch die ganze Spracheinstellung, also die Spracheinstellung fürs gesamte Dokument machen, das heißt unter Datei exportieren. Kann ich beim Speichern sozusagen hier sagen, welche Sprache soll im Dokument gesetzt werden? Das finde ich in dem Reiter erweitert, also als interaktive PDF exportieren, habe ich jetzt hier gewählt im Export erweitert. Und hier kann ich noch einmal sagen, ja, ich möchte zum Beispiel den vergebenen Dokumenttitel anzeigen, kann man den auch nochmal kontrollieren. Und ich möchte das gesamte Dokument bitte mit der Sprache Deutsch ausgeben. Das heißt, hier haben wir wirklich sozusagen auch den Hinweis nochmal in der Beschreibung, dass wir hier die korrekte Sprachauszeichnung haben. Das funktioniert auf jeden Fall. Die Kennzeichnung in den Absatzformaten, das ist vom Reader abhängig, inwieweit diese Information dann auch tatsächlich mit ausgegeben wird und vom Export auch abhängig. Aber Vorarbeiten ist besser, das heißt, bitte die in den Absatzformaten auch entsprechend die Sprache schon einstellen. Tipp Nummer 5, das ist ein altbekannter, alternative Inhalte. Bieten Sie alle Inhalte für mindestens zwei Sinne an. Ich kann im Containerformat PDF natürlich auch neben Bildern Multimedia-Inhalte integrieren. Um die soll es aber im Moment nicht gehen, sondern der Klassiker sind ja Bilder oder Grafiken, die ich hier entsprechend mit verknüpfe im Dokument. Hier auch wieder zuallererst der Hinweis auf das barrierefreie Denken. Also achten Sie oder achtet bitte darauf, dass die Textalternativen, die hier zur Verfügung gestellt werden, das beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Denn das, was wir klassischerweise auch gerade aus der Presse als Bildunterschrift wahrnehmen, das ist oft ganz interpretativ. Da sind Erläuterungen drin, Verweise drin oder eben steht etwas, was das Bild gar nicht aussagt.
Ich nutze hier ganz, ganz oft ein Beispiel, nämlich ein Bild, wo mir das extrem aufgefallen ist, dass ich mal in einer Zeitung gesehen habe, wirklich ein kleiner Junge, der trägt einen rot-weißen Schal, reißt so die Arme nach oben und reißt die Augen auf und den Mund offen und da sieht man, da freut sich gerade extrem. Das ist, war jetzt gerade eine alternative Beschreibung eines Bildes und man hat sich, glaube ich, gut auch ein Bild davon im kognitiv machen können. Die Bildunterschrift dieses Bildes hieß allerdings: Der FC schieß mich tot, schoss das 1:0. Unterschied Alternativtext und Bildunterschrift. Also bitte hier beschreiben, was man sieht, denn ein Alternativtext soll interpretationsfrei das Bild beschreiben. Das war das barrierefreie Denken. Jetzt kommen wir zur Umsetzung technisch. Wie kann ich denn diese bewusst geschriebenen Textalternativen auch meinen Bildern im InDesign zuordnen? Und auch hier habe ich den Klickpfad wieder auf die Folie gepackt unter Objekt, Objekt-Export-Optionen, alternativer Text, Benutzer definiert. Dort kann man entsprechend die Informationen hinterlegen. Und das wollen wir uns auch im InDesign wieder angucken. So muss ich mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo ein Objekt auch habe. Da ist eins. Und das wähle ich einmal an. Das heißt, hier habe ich ein Objekt. In dem Fall ein Bild und mit einem Rechtsklick auf das Bild kann ich in den Objekt-Export-Optionen hier auch einen alternativen Text vergeben. Sieht man, der fehlt also noch an der Stelle. Und wenn es sich um eine sehr komplexe Grafik handelt, wie hier ist es ein Screenshot von einer Folie, wie gehe ich denn damit um? Schreibe ich jetzt wirklich alles, was auf dieser Folie steht, in den alternativen Text hinein? Bitte nicht. Sehr lange Alternativen, weil ich sehr komplexe Sachverhalte in einer Schaugrafik, die wir ja hier haben, wiedergeben möchte, da ist es sinnvoll, viel sinnvoller, diese Informationen in den Haupttext, also in den ganz normalen Fließtext zu integrieren und dann hier beispielsweise im Alternativtext nur darauf zu verweisen, zu sagen, das hier ist meinetwegen ein Screenshot und die Erläuterung gibt es im nachfolgenden Text und so weiter. Also ich will jetzt hier nicht die Zeit stehlen. Das heißt, hier bitte entsprechend den alternativen Text setzen. Und das Zweite, was ich hier aber auch noch mitgeben möchte, ist, dass ich die Möglichkeit habe, für dieses Objekt auch ein richtiges Tag zu setzen. Das heißt, hier zu sagen, was ist das denn eigentlich? Und im Normalfall muss ich hier eigentlich gar nichts weiter tun, außer ich habe ein Bild, wo ich sage, das ist inhaltlich gar nicht wichtig. Ist auch wieder erst barrierefrei denken, Layout-Grafiken, so nennt man das, also Grafiken, die nur dazu gedacht sind, zum Beispiel Layout-Zusammenhänge zu klären, weil ich meine horizontale Linie setze oder an Icons, die zusätzlich über nebenstehendes Wort nochmal sozusagen wiedergegeben werden, die Informationen. Hier empfehle ich, die als außertextliches Element zu definieren. In dem Reiter Exportoptionen, PDF mit Tags, kann ich das tun und kann ja sagen, es ist ein Artefakt, so heißt der Tag, der hier im PDF auch erzeugt wird, also ein außertextliches Element, um diese Informationen den blinden Nutzern sozusagen nicht auszugeben. Warum ist das wichtig? Wenn wir uns vorstellen, dass wir einen ganzen Tag über einen auditiven Kanal sozusagen Informationen aufnehmen, dann bedeutet das, dass man auditiv Dinge nicht so einfach überspringen kann. Das heißt, wir lesen sehr häufig so quer und springen mit den Augen zu einigen wichtigen Eckpunkten. Prinzipiell kann das ein blinder Nutzer auch machen, mit assistiven Technologien, die Möglichkeit haben, zum Beispiel Schnellnavigationen zu machen, von Überschrift zu Überschrift zum Beispiel oder von Liste zu Liste zu springen. Das geht. Aber wenn sich eine Information mittendrin befindet, ne, und unwichtige Inhalte übertragen werden, das Hören kann ich nicht einfach ausschalten oder nicht einfach überspringen, weil ich nicht weiß, was kommt danach. Ich sehe es ja nicht. Das heißt, hier die unbedingte Bitte, solche Informationen auch rauszunehmen. Wir nennen das im Team Audio-Spam, ne? Also unnütze Dinge, die ich möglichst nicht in meinem Postfach oder eben in meinem Hörgang haben möchte. Deshalb hier solche Layout-Grafiken bitte
aus der Struktur herausnehmen, also aus der Ausgabe auch herausnehmen und als außertextliches Element kennzeichnen. Schauen wir uns den nächsten Tipp an. Hier geht es um Links. Auch wieder ein Tipp, der mit barrierefreiem Denken anfängt. Wie werden denn Links, zum Beispiel, wir waren gerade bei der auditiven Ausgabe, wie werden denn Links ausgegeben? Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Häufig werden Links auch im Fließtext mit den URLs wiedergegeben. Und ein Screenreader würde das auf folgende Art und Weise intonieren. Link. https://de.wikipedia.org/wiki/dresden. Und das ist eine URL, die noch relativ selbstbeschreibend ist. Ich habe auch schon sehr, sehr viele URLs gesehen, die gehen über drei Zeilen und sind sehr, sehr kryptisch. Das heißt, nicht eigentlich selbstbeschreibend. Spätestens nach dem 80. Zeichen hören eigentlich hier die Nutzer auf und wissen dann nicht, welches Ziel springe ich hier denn überhaupt an? Denn ein Link ist ein Verweis auf ein Ziel. Und wenn ich nicht weiß, wo ich hingelange, dann habe ich sicherlich auch Ressentiments zu sagen, ich springe da jetzt mal eben hin, weil ich nicht weiß, öffnet sich jetzt ein Nutzeragent, also zum Beispiel ein PDF-Viewer, oder springe ich in ein neues Fenster, oder ist das, was ich gerade eben gelesen habe, weg und ich muss dann erst wieder zurück navigieren, weil es sich im selben Fenster öffnet. Das sind alles Informationen, die sollten hier mitgegeben werden und entsprechend eben auch der Link-Text formuliert sein. Also bitte statt den URL in eine PDF hineinzugeben, stattdessen Formulierungen wie Informationen über Dresden bei Wikipedia nutzen. Und das gilt übrigens auch für Verweise zu Dateien, Seiten oder Textankern. Diese sprechenden Namen sind sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist die Frage, Hyperlinks, ja klar, wenn ich ein Dokument mache, wo ich sage, ich möchte das medienneutral erstellen, wie gehe ich denn damit um? Weil in einem Printmedium brauche ich natürlich die Klarlinks. Das heißt, ich muss hier sehen, wie gehe ich mit beiden Elementen um. Hier gibt es Tipps und Tricks, die sehr unterschiedlich sind, ne? Wo wir sagen, vielleicht der Austausch aller Links mit den entsprechenden URLs in einem Druckdokument ist möglich, wobei hier eben auch das Skript dann ins Spiel kommt. Das heißt, ich kann im InDesign das als allgemeine Scripting-Aufgabe legen, oder ich sage eben, ich habe ein interaktives Element, dann brauche ich sozusagen diese Vorgehensweise hier. Also meine Empfehlung wäre, immer die sprechenden Links zu benutzen, die auch korrekt über, das wollen wir uns gleich angucken, über das Fenster interaktiv Hyperlinks anzulegen. Und dann, falls wir das die PDF eben auch in den Druck geben, hier entsprechend einen Austausch stattfinden zu lassen. Ob das nun manuell ist oder eben bei umfangreichen Dokumenten dann über ein Skript, das muss man dann entsprechend sich anschauen. Und wir wollen uns das hier auch nochmal anschauen. Das heißt, hier vielleicht nochmal reinschauen in dieses Fenster interaktiv, also unter dem Menüpunkt Fenster interaktiv, da finden wir die Hyperlinks. Und hier kann man, wie gesagt, einen Link erzeugen und kann entsprechend auch für diesen Hyperlink sozusagen eine URL vergeben. Wichtig wäre dabei, dass man eben erst überlegt, beispielsweise, wie lege ich diesen Link an. Wie soll er beispielsweise heißen? Und hier wäre jetzt zum Beispiel ein guter, kurz gucken, ob wir hier irgendwo, genau, hier wäre ein guter Ansatz, wo ich sage, ich verlinke meinetwegen direkt auf den Paragraph 164 des SGB 9. Das wäre sehr eindeutig benannt, also Klartext sozusagen. Und hier könnte ich jetzt einen neuen Link anlegen und sagen, dieser Hyperlink soll mit einer URL versehen werden, zum Beispiel Gesetze im Internet.de, und dann direkt den Link zum SGB. Dann habe ich das als Sicht. Ich sehe, dass es auch sozusagen hier als Hyperlink, ich sehe auch, dass es ein interaktives Element ist, durch die Unterstreichung beispielsweise. Und ich habe dann im Background sozusagen die ordentliche Referenz als URL.
Damit kann dann auch der Nutzer sozusagen relativ gut agieren. Tipp Nummer 7. Hier geht es um Tabellen. Tabellen im InDesign. Und die werden natürlich sehr, sehr häufig auch benutzt. Hier muss ich allerdings ein bisschen auf die Bremse treten, was das Thema komplexe Tabellen angeht. Und dazu sollte ich vielleicht auch erstmal erklären, was ist eine komplexe Tabelle. Prinzipiell müssen wir aber wieder anfangen, barrierefrei zu denken. Was ist denn eventuell bei Tabellen schwierig? Der normale Fließtext ist eindimensional. Das heißt, wir können den linear durchlesen, von oben nach unten durch. Eine Tabelle ist, sind Inhalte, die zweidimensional angeordnet sind in einer Matrix. Das heißt, ich brauche hier den Matrixbezug. Ich muss also wissen, wo steht in dieser Matrix die Information. Und im Normalfall holt sich der blinde Nutzer diese Information aus der Spaltenüberschrift oder der Zeilenüberschrift. Das heißt, wir brauchen eine zusätzliche Information, wenn wir auf eine Tabelle hinzukommen und in einer Datenzelle sind. Wo gehört denn dieser Eintrag in dieser Datenzelle hin? Und das kann ich mir natürlich optisch holen, indem ich weiß, ah, ich scanne jetzt, ah, es gehört in die Zeile und zu der Spalte. Und diese Information braucht natürlich jemand, der nicht sehen kann, braucht derjenige auch diesen Bezug zur Zeilen- oder Spaltenüberschrift. Diesen Bezug kann InDesign allerdings bei Tabellen, die komplex sind, von allein erstmal nicht so einfach herstellen. Bei verschachtelten Tabellen, wie zum Beispiel, ich habe innerhalb einer Tabellenzelle noch eine Tabelle, da wird es sehr problematisch, aber es wird schon problematisch, wenn ich nur zwei Zellen verbinde. Auch das ist schon eine komplexe Tabelle, wenn also die Matrix sozusagen nicht mehr 1:1 funktioniert. Da sozusagen gibt es den Tipp, den habe ich unten mit auch reingesetzt, gibt es Möglichkeiten, auch wieder über Werkzeuge zu arbeiten. Markus hat uns ja ein paar Werkzeuge vorgestellt, beispielsweise das Quickfix für Word. Also, und hier habe ich ein Werkzeug mitgebracht, das nennt sich Made to Tag von Axaio, die sich eben auch auf diese etwas komplexeren Inhalte in InDesign gestürzt haben und gesagt haben, das muss auch barrierefrei gehen, das geht auch. Und mit dem Tool, das man im InDesign integrieren kann, kann man eben auch komplexe Tabellen handeln. Ansonsten hat man keine solche Werkzeuge zur Verfügung. Muss ich im Moment sagen, ohne Nacharbeit im Acrobat geht es mit komplexen Tabellen leider nicht. Ne? Möglichkeit gibt es hier auch im Acrobat nachzuarbeiten, aber wir wollten ja erstmal Seepferdchen machen. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was ist im InDesign denn möglich. Und einen zweiten Aufruf möchte ich hier starten mit dem Thema Layout-Tabellen, die sozusagen genutzt werden, um Inhalte ausschließlich zu positionieren. Also die Tabelle hat keine Datensätze, die in irgendeinem inhaltlichen Zusammenhang stehen, sodass ich sage, also ich habe jetzt eine Zeile ist immer ein Datensatz, sondern ich habe ganz normale Inhaltselemente, die eigentlich in einen Spalten nebeneinander stehen sollen. Und viele Gestalter nutzen hier auch die Tabelle dazu, wo sie die Linien ausblenden, und wir nennen die Layout-Tabellen. Und negativ ist hier, dass blinde Nutzer über den Screenreader diese Tabelleninformationen ausgegeben bekommen. Deshalb der unbedingte Hinweis, das wäre so ein Audio-Spam, ja? Der unbedingte Hinweis, solche Layout-Tabellen bitte nicht zu benutzen. Derzeit ist mir keine Methode bekannt. Vielleicht ist das im Publikum anders, aber mir ist derzeit keine Methode bekannt, wo ich Tabellen in PDF-Dokumenten sozusagen als nur Präsentation, also im Web geht das, da kann ich ein ARIA-Attribut dazugeben und kann sagen Role Presentation und dann ist die Tabelle sozusagen erstmal ausgeblendet, aber die Inhalte sind noch da. Da ist mir keine Vorgehensweise im InDesign bekannt, die das abbilden würde. Deshalb rate ich von der Nutzung von Layout-Tabellen ab. Aber wir wollen uns natürlich hier auch wieder im InDesign angucken, wie funktioniert das? Was haben wir hier eigentlich an Möglichkeiten bei der Anlage von Tabellen?
Und ich habe hier mal, da will ich auch gar nicht so tief einsteigen, weil vielleicht Tabellen auch nicht mehr ganz Seepferdchen Charakter haben. Und möchte hier mal die Möglichkeiten auch aufzeigen, was kann ich mit Tabellen machen. Zuallererst natürlich festlegen der Vorgang der gesamten Tabelle. Und die Tabelle bitte nicht zeichnen. Also das ist die erste Aufforderung. Nutzen Sie die Funktionalitäten von Tabellen im InDesign. Also nicht einzelne Textrahmen aufmachen und in einem visuellen Gitter platzieren. Auch das habe ich schon gesehen. Bitte die Tabellenfunktion benutzen. Ähnlich auch wie im Word beispielsweise, weil damit ist die Ausgabe aller notwendigen Tags im PDF-Dokument wieder gesichert. Also eine Tabelle wird eben als Table auch deklariert. Und ein Tabellenkopf wird mit entsprechend TH, also Table Head Tags markiert und Tabellenzellen ähnlich mit TD. Na, also hier habe ich die Möglichkeit, sozusagen durch das Nutzen des professionellen Tabellentools hier auch diese Tags mich gar nicht darum zu kümmern. InDesign kümmert sich im Background selbstständig darum. Tabellen werden dann auch entsprechend ausgegeben. Die kann ich wieder über Tabellenformate, Zellenformate, und auch Formate für die gesamte Tabelle sozusagen festlegen. Ich habe jetzt hier mal eine Tabelle auch drin, wo wir uns das Format mal anschauen können. Macht es sich gerade nicht auf. Irgendwo noch was offen. Oh, schauen wir uns vielleicht später an. Muss ich auch die Tabelle erstmal suchen. Wenn wir noch Zeit haben, gehe ich nochmal auf die Tabelle zu. Gerade nicht, irgendwo ist bestimmt noch ein Fenster offen. Gut, wenn Sie komplexe Tabellen haben, nochmal der Hinweis, Made-to-Tag von Axayo. Ich habe auch gesehen, dass wir im Call Klaas drin haben, der hier schon fleißig auch Fragen beantwortet. Danke dir dafür. Da haben wir nochmal Expertenwissen sozusagen hier im Call mit drin. Der nächste Tipp, auf den ich eingehen möchte, ist Tipp Nummer 8, die Lesereihenfolge. Und das ist etwas, wo wir auch erst barrierefrei denken müssen. Denn wir müssen natürlich erstmal für uns selber klarstellen, was ist denn die semantisch sinnvollste Lesereihenfolge. Das heißt, gerade wenn wir mit sehr komplexen Layouten arbeiten, dann und nicht mit, ich sag mal, Fachliteratur oder Benutzerhandbüchern oder ähnlichen Dingen, sondern wirklich einen Flyer haben, einen Folder, ein Plakat oder ähnliche Dinge, wo wir auch sagen, das möchte ich dem Kunden digital zur Verfügung stellen und natürlich barrierefrei. Dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen, wie ich eine semantisch sinnvolle Lesereihenfolge auch tatsächlich hinbekomme. Was soll zuerst gelesen werden? Was ist wieder in der Informationsarchitektur das Wichtigste? Und wie bekomme ich denn jetzt so eine Lesereihenfolge hin? Hier muss ich sagen, gibt es zwei unterschiedliche Methoden, mit denen ich arbeiten kann im InDesign. Und ich möchte beide Methoden einmal zeigen. Und die erste Methode ist, sozusagen hier einen Textrahmen aufzumachen, der sich durch das gesamte, durch die gesamte Struktur, also durch das gesamte Dokument zieht und verkettet ist. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Seite aufgemacht, wo ich mit einem Mustertextrahmen arbeite. Was hängt da hier? Jetzt. Wo ich also mit einem Mustertextrahmen arbeite, der verknüpft ist auf den Musterseiten und hier automatisch sozusagen auch durchlaufend meinen gesamten Inhalt enthält. Und dieser Mustertextrahmen, den kann man sich natürlich auch die Verkettung anzeigen lassen. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Ich bin mal in die Vorschau gegangen und habe über Ansicht mir hier unter Extras auch die Textverkettung einblenden lassen, sodass ich hier genau sehe, es handelt sich hier um auf meiner Musterseite schon verkettete Textrahmen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt zu sagen, gerade für Fachdokumente, die wirklich einen durchlaufenden Textstream haben, ist das sehr, sehr sinnvoll, hier zu sagen, ich nutze einfach mal so ein durchlaufendes Textrahmen. Wir sehen, dass also das auch über Seiten hinweg funktioniert, diese Verkettung. Gebe ich diese Datei, wo alle Inhalte also innerhalb dieser Kette hängen, aus, dann werden die auch natürlich im richtigen Zusammenhang wiedergegeben. Das heißt, ich kann ja wirklich, ich muss mich auch nicht um die Verkettung der einzelnen Rahmen kümmern, das habe ich bereits auf den Musterseiten getan.
Wie sieht es dann aber mit Abbildung aus? Wie gehe ich denn damit um? Ne, wo, die müssen ja auch irgendwo logisch in meinem Text mit enthalten sein. Und das sollte ich tun, indem ich diese Bilder oder Grafiken im Text verankere. Und auch dieses Ankerzeichen habe ich mir hier mal anzeigen lassen. Und entsprechend kann ich hier auch mal auf das verankerte Objekt gehen und mir anschauen, wie ist das denn verankert. Nämlich direkt eingebunden in oder über der Zeile. Ich habe hier über der Zeile gewählt, beides würde funktionieren. Und habe gesagt, damit ist es an einer ganz bestimmten Stelle im Text platziert. Das heißt, ich kann hier an einer ganz bestimmten Stelle im Text, und bei mir ist das hier sozusagen direkt über der Bildüberschrift, Bildunterschrift, habe ich sozusagen die Verknüpfung gesetzt und damit wird dieses Bild gelesen in der Reihenfolge Absatz, der davor steht, dann kommt sozusagen das eingebundene Bild, das über der Zeile der Bildunterschrift steht und dann kommt sozusagen hier der nächste Absatz. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, auch Bilder in den Textfluss zu integrieren. Das ist eine Variante, also einen durchgängigen Textstream zu haben, der übrigens auch in E-Books am häufigsten genutzt wird und hier auch die sozusagen Architektur wiedergibt. Dann habe ich auch kein Problem mit der Lesereihenfolge, weil es ist ja alles in einem Strom drin. Wie kann ich am einfachsten überprüfen, dass dieser Strom durchgängig ist? Ich mache das ganz häufig auch relativ einfach, indem ich sage, ich gucke mal, ob meine Markierung durchläuft. Das sieht man ja ganz gut. Ne? Ich komme also von einem Textrahmen in den nächsten. Egal wie viel Textrahmen ich habe, ich kann ja also mal gucken, das läuft hier also wirklich komplett durch. Ich habe alles verknüpft. Es ist ein einziger Strom, der hier läuft. Das ist eine Methode. Und es gibt aber natürlich jetzt bestimmt einige Designer im Call, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich hier drauf achten und alles immer nur einbinden und mir geht die Freiheit verloren, mit vielen Rahmen zu arbeiten und die frei im Layout zu schieben zu können. Nein, diese Freiheit geht nicht verloren. Es gibt eine zweite Methode, die wir ja anwenden können und die habe ich hier auch versucht, mal abzubilden. Ich habe hier mal einiges an diesen Links oder Tipps, die ich heute mitgebracht habe, mal auf eine Seite geholt. Und hier stehen die Informationen in unterschiedlichen Textrahmen, die auch nicht verknüpft sind. Also ich habe immer noch offen, dass Textverkettungen angezeigt werden sollen. Und ich kann vielleicht mal das Raster ausblenden, damit es ein bisschen sichtbarer wird. Das heißt, ich habe hier also die Möglichkeit, entsprechend einzelne Rahmen zu haben, die ich natürlich auch wieder einzeln verschieben kann. Und damit arbeiten kann. Das heißt, ich bin wieder sehr frei und kann sehr frei auch mit diesen Elementen umgehen. Ich muss diese Elemente nicht hier miteinander verknüpfen. Die können jetzt auch auf unterschiedlichen Seiten zum Beispiel stehen. Und ich kann sagen, in welcher Reihenfolge sollen sie wahrgenommen werden. Dazu gibt es ein Fenster, das nennt sich Artikel. Und in diesem Artikel, ich füge mal einen neuen Artikel dazu, in den Test, kann ich jetzt, und jetzt hatte ich ein Element bereits markiert, das wird dann automatisch auch meinem Artikel hinzugefügt, kann ich jetzt sagen, welche Elemente gehören in einen Artikel. Also meinetwegen, ich möchte einen Artikel haben, Metadaten. Und alle Inhalte, die sinnhaft in diesen Artikel reingehören, sollen auch hier sozusagen integriert werden. Und ich muss erst das Plus erst markieren und dann das Pluszeichen setzen. So, jetzt habe ich alle drei Elemente, die zu den Metadatenartikel gehören, nämlich die Überschrift, ein Aufruf und die Umsetzung auch im InDesign, habe ich jetzt hier drin. Und ich möchte sozusagen die richtige Reihenfolge auch festlegen. Das kann ich jetzt einfach per Drag and Drop tun. Das heißt, an die richtige Stelle schieben, dass hier sozusagen diese Reihenfolge dann auch beim Export berücksichtigt wird. Achtung! Großes Achtung noch! Bitte im Kontextmenü des Artikelbedienfeldes unbedingt noch ein Häkchen setzen, nämlich dass diese Reihenfolge, die ich hier festlege, auch für die Tagging-Reihenfolge in PDFs mit Text verwendet werden soll. Ganz, ganz wichtiges Häkchen.
Ansonsten habe ich sozusagen keine Möglichkeit, über die im Artikel befindlichen Elemente in der PDF zu verfügen. Das heißt, dieses Häkchen hier für Tagging-Reihenfolge in PDFs mit Tag verwenden, das muss gesetzt sein, sonst sind die Elemente, die sich hier im Artikel befinden, in der PDF sozusagen im Tagging nicht mehr vorhanden und damit natürlich auch nicht in der Ausgabe beispielsweise für Screenreader vorhanden. Hier gibt es dann eben auch die Möglichkeit, Elemente, die ich als Layout-Grafiken identifiziert habe, nicht mit in den Artikel aufzunehmen und damit wird diese Layout-Grafik automatisch auch nicht über den Artikelstrom sozusagen ins PDF übertragen. Zwei Methoden. Das eine für eher für Fachanwendungen. Die zweite Methode, auch wenn es jetzt ähnlich aussieht, ich war zu faul, noch eine neue Datei zu machen im Stress der Woche, sozusagen hier auch eine Methode, um zum Beispiel Inhalte von Plakaten, Foldern oder Flyern, die man recht frei auch verschieben möchte und recht frei auch gestalten und designen möchte, entsprechend zu arbeiten. Das ist auch das Schwierigste, habe ich festgestellt, sozusagen, was man vermitteln muss, die Lesereihenfolge und die sozusagen die Ausgabe der Lesereihenfolge, wenn man sozusagen auch als schon lange arbeitender Designer jetzt konfrontiert wird sozusagen mit, ich möchte auch, dass die PDF barrierefrei ist. Und ich komme zu meinem Tipp 9, wo ich unbedingt nochmal sagen möchte, was auch Markus so betont hat. Die Grundlage einer guten, barrierefreien PDF ist immer ein Dokument, welches im Quellprogramm schon gut angelegt ist. Das ist tatsächlich mehr als die halbe Miete. Wenn ich mit den Möglichkeiten der Quellprogramme entsprechend umgehe, egal ob das nun Word ist oder LibreOffice oder OpenOffice oder andere textverarbeitende Programme oder andere Layout-Programme, wenn ich weiß, wo sozusagen die Einstellungen sind, die ich tätigen muss, um, und das waren ja jetzt gar nicht so viele, ne, dann um eine Struktur in mein Dokument hineinzubekommen, dann ist sozusagen der erste Schritt getan. Und dieser erste Schritt sind aus meiner Sicht die generelle Zugänglichkeit ist damit dann schon fast gegeben. Diese Grundvoraussetzungen, die ich brauche für ein barrierefreies PDF-Dokument, die lassen sich im Quellprogramm InDesign erledigen. Wir hatten das Problem komplexe Tabellen. Was ich sozusagen nur klären kann mit Nacharbeiten im Acrobat. Aber prinzipiell heißt das ja auch, wenn mein Dokument sich ändert und ich Nacharbeiten im Acrobat vor mir habe, bedeutet das, dass ich diese Nacharbeiten ja immer wieder machen muss. Das heißt, eine Telefonnummer ist falsch. Es gibt die Aufforderung, bitte gebt mal das Dokument nochmal als PDF auf. Und dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und sage, okay, jetzt darf ich die 3 Stunden Arbeit nochmal machen. So sollte es natürlich nicht sein. Das ist nicht nachhaltig. Alles, was irgend geht, sollte im Quellprogramm gemacht werden. Und wie gesagt, hier auch die Unterstützung suchen. Und ich komme noch zum Tipp 10, denn hier haben wir nochmal sozusagen auch bei der Ausgabe noch 1, 2 Häkchen, die wir setzen wollen. Ich möchte noch mal kurz in den Export auch schauen. Aber hier auch die Aufforderung, wenn das Dokument erstellt ist, also die PDF ausgegeben wurde aus dem InDesign raus, das PDF bitte auch auf Konformität natürlich zu prüfen. Dazu haben wir heute schon auch Tools oder Werkzeuge gesehen. Wichtig ist auch hier wieder erstmal das Wissen aufzubauen. Wo kann ich denn überhaupt oder wogegen kann ich Konformität prüfen? Das ist natürlich zum einen das PDF UA, das als Subdefinition des PDF-Standards Regeln enthält, die man eben teilweise automatisiert, zum Beispiel über den Pack auch prüfen kann. Aber wir haben daneben auch gerade für öffentliche Stellen eine Vorgabe, die hier gilt für Dokumente, alles was Non-Web-Dokument ist, also einen eigenen Nutzeragenten braucht zur Ansicht. Wo hier auch im Kapitel 10 die Erfolgskriterien für diese Dokumente definiert sind. Das heißt, alle öffentlichen Stellen, die müssen hier noch ein Stückchen weit schauen. Da sind eben auch Anforderungen dabei, die wir heute nicht besprochen haben. Die Grundlagen des barrierefreien Designs zum Beispiel. Also wie gehen wir mit Farben, mit Lesbarkeit, Leserlichkeit zum Beispiel um. Ich möchte hier ein paar Tipps geben, wie kann ich denn überhaupt PDFs einfach mal prüfen?
Und das fängt im Acrobat an. Also wer die professionelle Version hat, der hat zwei Wege der automatischen Prüfung. Einmal das Werkzeug Barrierefreiheit mit integrierter Prüfmöglichkeit und ein Briefleit, der gemäß den Regeln des PDF-UA-Standards prüft. Ich habe das von Markus auch schon vorgestellte Tool oder zumindest einen Einblick oder einen Ausblick gegeben in das Tool PDF Accessibility Checker. Der prüft alle automatisiert prüfbaren Fehlerbedingungen des Matterhorn-Protokolls ab. Das Matterhorn-Protokoll ist sozusagen eine Fehlerbedingungs-Checkliste für die Normen PDF-UA. Und hier bitte aber auch bedenken, das PAC prüft alle automatisiert prüfbaren Fehlerbedingungen ab. Bitte niemals vergessen, auch eine manuelle Prüfung durchzuführen, um zum Beispiel herauszufinden, habe ich genügend Kontrast, sind meine Formulierungen einfach, ne? Habe ich zum Beispiel Inhalte nicht nur durch Farbe sichtbar gemacht. Dazu kann zum Beispiel auch die Checkliste des Matterhorn-Protokolls noch mit herangezogen werden und dort gibt es eine Kennzeichnung, welche Schritte sind vom Mensch zu prüfen und welche Schritte können automatisiert geprüft werden. Das heißt, da kann man sich sozusagen noch Hilfe holen und gucken, wie erfüllt mein Dokument jetzt die Vorgaben. So, das war's von mir. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank und viel Erfolg auch bei der Umsetzung barrierefreier PDFs. Ich könnte da einen ganzen Tag drüber reden und wir könnten noch viel, viel tiefer reinschauen, aber heute ging es sozusagen um das Grundverständnis auch, wie ich im InDesign agieren kann. Super, herzlichen Dank, Annemarie. Wir haben auch sehr viele Dankesworte im Chat. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion im Chat. Vielen Dank auch an die kompetenten Teilnehmer, die viele der Fragen schon beantwortet haben. Das war wirklich ein ausführliches Tutorial mit sehr anschaulichen Erklärungen. Dass wir bis zum Schluss fast 200 Teilnehmer haben, zeigt auch, dass das wirklich den Leuten nahe am Herzen liegt, dass etwas ist, was großes Interesse hervorruft. Zeit für Fragen haben wir leider keine mehr, aber daher wiederhole ich die Einladung von Annemarie zu Beginn, einfach dem IAB-Dach beizutreten, dann können alle Teilnehmer auch in der Zukunft aktiv bei den Events und bei den Diskussionen dabei sein und hoffentlich die digitale Barrierefreiheit in unseren deutschsprachigen Ländern aktiv vorantreiben. Annemarie, möchtest du noch? Hast du noch spezielle Schlussworte für die Online-Seminarwoche? Ja, ich möchte nochmal loswerden, dass wir absolut überwältigt waren von der Anzahl der Teilnehmer und von dem Interesse. Das hat uns teilweise auch vor technische Probleme gestellt am Anfang. Gestern hatte ich einen Absturz mit Bluescreen, hatte ich zu viele Tools offen, aber neben diesen ganzen kleinen Pannen, das Interesse, was wir hier erleben zum Thema Barrierefreiheit, das finde ich absolut phänomenal und das rührt mich auch total, weil wir, und da spreche ich glaube ich im Namen auch vieler, die jetzt noch im Call sind, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, weil wir bisher immer so einen Kampf geführt haben, Aufmerksamkeit überhaupt zu bekommen für das Thema, ne? Und jetzt merken wir etwas, was ich auch gerade im Arbeitskreis Barrierefreiheit der German UPA immer wieder gesagt habe und wo Markus auch Mitgeber ist, unsere Vision, die wir da formuliert haben, nämlich Barrierefreiheit zum Mainstream zu machen. Und all ihr, die ihr jetzt hier auch noch im Call seid, ihr seid Multiplikatoren für das Thema und ihr helft uns dabei, tatsächlich diese Vision wahr werden zu lassen, dass wir irgendwann nicht mehr von Barrierefreiheit als Besonderheit sprechen, sondern dass Barrierefreiheit zum Allgemeingut geworden ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir in den Calls dann wahrscheinlich, wo es um ein bisschen Umsetzung geht und technische Diskussionen oder eben auch Grundsatzdiskussionen, haben wir wahrscheinlich noch mehr Teilnehmer. Aber ich wollte den Dank loswerden an euch, dass ihr 17.01 Uhr am Freitagnachmittag noch in diesem Call sitzt. Und ja, mein Beifall für euch, für eure Aufmerksamkeit. Gut, ja, von meiner Seite auch noch allen schönes Wochenende. Ich muss nur sagen, ich bin begeistert von unserer Community. Also das ist schon, vor 20 Jahren war so ein Spirit spürbar. Man hilft sich gegenseitig, man arbeitet zusammen. Das ist eine besondere Community. Und so ein ähnliches Feeling hatte ich in dieser Woche auch. Muss ich sagen, also da
Wir können nicht alles. Wir brauchen eure Expertise an vielen Ecken und Enden. Und ich wünsche mir, dass bei dem nächsten Mal vieles dann noch besser läuft, weil ihr mitmacht. Und also deswegen hier nochmal der Aufruf. Ja, schließt euch einfach uns an, werdet ja BDAG-Mitglied, arbeitet mit, dass es noch öfter solche Online-Seminarwochen gibt wie hier und weitere Tutorials, Online-Seminare und natürlich auch In-Person-Events, wenn es dann mal wieder möglich ist. Genau. Und ja, soweit. Schönes Wochenende. Erholt euch gut, bleibt gesund. Und bis bald. Ciao. Ciao. Grüezi, Servus. Tschüss.